Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute mit einem wirklich brisanten Thema, denn man kann es ja gerade schlecht ignorieren. In den USA brennt es, es gibt massive Proteste und bürgerkriegsähnliche Zustände. Und eben diese Zustände breiten sich gerade auf der Welt aus und schwappen jetzt auch langsam nach Deutschland über. Und das könnte wirklich für uns alle hier bald sehr gefährlich in diesem Land werden. Mehr dazu in diesem Video. Es gibt ja eigentlich keine Gelegenheit, das nicht mitzubekommen, was gerade für eine Debatte läuft, nachdem eben in den USA ein Polizist stumpfe Gewalteinwirkung an einem Dunkelhäutigen ausgeübt hat und dieser Mann verstorben ist. Das ist natürlich tragisch und das ist keine Frage. Sowas erzürnt die Menschen, sowas macht die Menschen wütend, wenn sich eben so ein Vorfall dann auch per Video verbreitet, wo man wirklich diese Brutalität auch dieses Polizisten sehen kann. Und das ist auch wirklich durch nichts zu entschuldigen oder durch nichts zu rechtfertigen. Da muss man auch ganz klar sagen, es ist richtig und auch wichtig, dass hier ermittelt wird und dass es auch wirklich massive Konsequenzen für die Täter hat. Zum einen natürlich für den Haupttäter, der diese Gewalteinwirkung, von dem das eben ausging, aber auch für die Menschen, die eben zugesehen haben, für seine Kollegen. Wie gesagt, das ist nicht die Frage, über die wir sprechen wollen. Wir wollen darüber sprechen, was in den USA deswegen passiert, was jetzt weltweit passiert. Nämlich wirklich gewaltbereite, extrem aggressive Proteste, die zum Teil wirklich in Bürgerkrieg ausarten könnten. Nun leben wir aber zum Glück in einem digitalen Zeitalter, wo sich keiner mehr irgendwelche Informationen nur aus der Mainstream-Presse holen kann. Man kann sich aus diversen journalistischen Quellen, nämlich auch Videomaterial selbst, anschauen, was die Lage vor Ort sehr gut darstellt. Und sieht man ganz klar, dass dieses einseitige Bild der friedlichen Proteste einfach nicht zutrifft. Vielmehr ist es so, dass da wirklich plündernd durch die Straßen gezogen wird. Es werden Läden abgefackelt, natürlich nachdem man diese vorher ausgeräumt hat. Ich habe zum Beispiel ein Video gesichtet, da sieht man sehr viele Bürger, wie sie wirklich mit Schuhkartons von Markenschuhen unter den Armen wieder rauskommen aus dem Laden, damit ein bisschen protzen. Und da sage ich ganz ehrlich, was ist denn das bitte für eine Trauer? Ich meine, wer kennt es nicht, wenn man so richtig traurig und eben ergriffen ist, kommt man erstmal mit ein paar Markenschuhen aus dem Laden und postet damit ein bisschen vor der Kamera rum. Also ganz ehrlich, das ist lächerlich, das kann man nicht hinnehmen und die deutschen Leitmedien sollten sich schämen, dass sie diese Bilder nicht zeigen. Der traurige Höhepunkt dieser sogenannten Proteste war ja, dass ein ehemaliger Polizeichef bei den Protesten in den Unruhen zu Tode gekommen ist. Und das ist natürlich jetzt wieder was ganz anderes, weil man sieht, hier ist wieder ein Mann gestorben, durch diese Aufständigen wohlgemerkt. Aber nichtsdestotrotz wird darüber kaum berichtet. Also der Tod von George Floyd, also von dem, der durch den Polizisten sterben musste, das ist der Riesenskandal. Aber wenn dann durch diese Proteste auch Menschen sterben müssen, das interessiert dann wiederum weniger Menschen. Und es ist ja ganz klar, dass ein Donald Trump sich sowas nicht bieten lassen kann als Präsident. Er muss ja mehr oder weniger handeln. Man kann den Mann auch kritisch sehen, das ist klar. Aber es ist natürlich verständlich, dass er wieder Recht und Ordnung in seinem Land herstellen muss als Präsident, um sein Gesicht irgendwie zu wahren. Und deswegen hat er natürlich ganz klar benannt, wer seiner Meinung nach schuld ist, nämlich Linksextreme, Linksradikale und Antifa. Und die hat er auch ganz klar jetzt zu Terroristen erklärt. Er hat gesagt, dass er die nicht mehr länger so handeln lässt, wie sie eben im Land gerade stattfinden, dass sie für ihn Terroristen sind und auch so behandelt werden müssen. Und es gab natürlich in Deutschland hier einen riesigen Aufschrei. Da wurde gleich von seitens der SPD gesagt, nein, die Antifa ist ja toll, man hat sich mit der solidarisiert und Trump wurde natürlich wieder niedergemäht. Was auch pikant ist, die Tagesschau hat die Antifa verteidigt und hat Trump mal wieder kritisiert. Das spricht ja eigentlich auch dafür, wem diese Öffentlich-Rechtlichen wirklich dienen, oder? Und nun kommen wir zum wirklich wichtigen Problem, um welches es in diesem Video auch gehen soll, nämlich, dass jetzt zwar die USA, dass da die Zustände schlimm sind, da brennt es jetzt, aber wir sehen auch ganz klar, es wird auch sehr bald hier in Deutschland brennen, denn es hat bereits begonnen. Diese Art der Proteste sind schon hier herübergeschwappt. Und man sieht auch ganz klar, zum Beispiel wurde jetzt Neukölln verwüstet, da wurden auch Läden geplündert, ganz klar nach dem Vorbild eben, wie es in Amerika passiert ist. Es gab jetzt auch Demos, wo praktisch komplett die Corona-Auflagen missachtet worden sind und es ist auch eine Entlarvung sondergleichen, weil man ganz klar sehen kann, diese Corona-Panik, diese Corona-Regeln, die man jetzt monatelang gepredigt hatten, die ist dann wieder vollkommen egal, diese Panik, diese Regeln werden komplett missachtet und niemand sagt irgendwas, wenn es eine Demo mit dem angeblich richtigen Zweck ist, nämlich mal wieder gegen Rassismus, zum Beispiel in Berlin, komplett ohne Abstandsregelung, aber egal, dann ist Corona ja plötzlich nicht mehr so schlimm oder wie darf man das verstehen?
Und von den wenigsten Journalisten dieses Landes hört man das wirklich so deutlich, wie ich es hier sage. Das hat natürlich auch ideologische Gründe, dass die gar nicht wollen, dass man über dieses Thema kritisch spricht. Da hört man nur von den ach so tollen Protesten gegen Rassismus, von den ach so tollen linken Gruppen, der ach so tollen Antifa. Genau sowas wird da immer behauptet. Und deswegen muss ich jetzt ganz klar ansprechen, was hier schief läuft, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann wieder im Kreuzfeuer stehen werde, die wir es ja schon kennen, nämlich das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin. Das wird ja jetzt richtig gefeiert von vielen Linken, weil man sagt, ja, natürlich die richtige Reaktion auf das, was in Amerika passiert ist, stärker gegen Rassismus vorgehen. Nur was bedeutet eigentlich dieses Antidiskriminierungsgesetz? Das ist eigentlich sehr interessant, wenn man es näher betrachtet. Das heißt, nichts anderes ist zum Beispiel, ein schwarzafrikanischer Dealer nach einer Polizeikontrolle behaupten kann, diese Kontrolle sei rassistisch motiviert gewesen. Und es gibt jetzt eine Beweislastumkehr. Das heißt, der Polizist, der kontrolliert hat, muss dann beweisen, dass er nicht rassistisch gehandelt habe. Und das ist das große Problem. Früher war das andersrum. Wie soll der Polizist das also beweisen können? Und wenn er es nicht beweisen kann, dann drohen ihm dienstrechtliche Konsequenzen. Das ist ein wahrer Skandal. Und wenn ich davon spreche, dass Deutschland brennen könnte, dass wirklich ein Bürgerkrieg drohen könnte, dann sind das noch nicht einmal Zuspitzungen in diesem Fall. Denn tatsächlich sind die Zustände, die zum Beispiel in Neukölln geherrscht haben, kurz nachdem eben das aus Amerika rübergeschwappt ist, hat sich ja da zuerst entladen. Das sieht auch die Polizeigewerkschaft ähnlich. Hier hat die deutsche Polizeigewerkschaft auf Twitter zum Beispiel geschrieben: Der Mob tobte in Neukölln und verwüstet ganze Straßenzüge. Wo bleibt der Aufschrei der Zivilgesellschaft bzw. die Reaktion des Senats? Seit Jahren werden kriminelle Aktionen der Antifa und ihrer Sympathisanten verschwiegen, relativiert oder positiv bewertet. Das ist der erste Teil dieses Tweets, den ich mal hier vorgelesen habe. Da sieht man nämlich ganz klar, was das Problem ist. Sogar die Polizei sieht schon, was da auf uns zukommt, aber irgendwie macht man nichts, weil hier ist ja die Antifa heilig. Hier werden Migranten immer heilig gesprochen, egal ob kriminell oder nicht. Und das sind wirklich die Missstände, die keiner mehr ausspricht in diesem Land. Deswegen bitte ich euch, teilt dieses Video und macht die Menschen darauf aufmerksam, es gibt noch eine alternative Sicht auf die Dinge. Man muss das nicht so sehen, wie diese Mainstream-Proteste das wieder vorgaukeln. Danke an alle, die dieses Video überall verbreiten. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die den normalen Bürger, der einfach nur seinem Job nachgeht, der mit seiner Familie glücklich leben will, der einfach nur Frieden möchte, das sind alles Entwicklungen, die den sehr beunruhigen werden, die auch mich sehr beunruhigen. Und da muss man offen darüber sprechen. Aber ich finde, der erste Schritt, irgendwas zu verbessern, irgendwas zu verändern, ist eben Aufklärung. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sehr viele Menschen das auch erkennen werden und dass diese neuen Proteste, die jetzt eben nach Deutschland herübergeschwappt sind, ziemlich schnell entlarvt sein werden als das, was sie sind, nämlich größtenteils Krawallmache von ganz links, die man bekämpfen muss. Ich werde weiter darüber aufklären, auch auf diesem Kanal. Und ich bedanke mich von Herzen bei allen Menschen, die meine journalistische Aufklärungsarbeit freiwillig finanziell unterstützen und somit überhaupt erst ermöglichen. Die Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt, blende ich euch hier im Video ein. Sie ist auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Danke an alle Förderer meiner Arbeit. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.